Jahre alt geworden. Viel Fantasie war nicht nötig, um sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen, denn bei der großen Jubiläumsfeier hatte man das Gefühl, eine Reise in vergangene Jahrhunderte zu machen. Wenn bestimmte Bedingungen aufeinandertreffen, dann kann es passieren, dass man eine Zeitreise antritt. So geschehen neulich in Azelgift. Am freilichten 31. Mai fängt das Jubiläumsfest an. Der Bürgermeister und der Gemeinderat erwarten alle Bürger am Festzelt auf der Nasse hin. Damit ihr gewaschen und gekämmt und in sauberen Kleider kommen könnt, hat der Gemeinderat beschlossen, dass ab heute Nachmittag der Bach nicht mehr verunreinigt werden darf. Morgen früh kann dann noch mal auf der Dorffleisch gewaschen werden. Während das Mitmachen am Kommerzabend für jeden Bürger über 16 Jahre Pflicht ist, erwartet der Gemeinderat, dass man an den anderen Tagen sowieso da ist. Der Bürgermeister und der Gemeinderat wünschen den Ägypter viel Spaß an allen Tagen. Das war der Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 29. Mai 1396. Aha. So war es also vor 600 Jahren. Und das ist Grund genug zum Feiern. Und das tat man dann auch am vergangenen Wochenende in Azelgift. Alles, was Rang und Namen hatte, war da. Aber nicht nur zum Feiern. Musik und gute Laune standen zwar im Vordergrund, aber auch der gute Zweck, der wurde nicht vergessen. Die lustigen Waschweiber gaben sich die Ehre, wie so viele der aktiven Azelgifter, die die Geschichte ihres Ortes darstellten. Unterlegt war das Ganze mit gutem Essen und viel Musik. Wer jetzt auf Azelgift neugierig geworden ist, der schaut am Samstag bei WWTV rein.